Guten Morgen, Internet! Herzlich willkommen beim Flashback, der schönsten Zeit der Woche, wo wir alle Highlights der gesamten Folgen dieser Woche noch einmal ansehen. Viel Spaß! So, ja. Kannst du musizieren mit deinen Dingen? Ich kann musizieren, ich habe diverse Dinge dabei. So, erstmal, ich bin halt auf Nummer sicher gegangen, das war halt sogar auch noch im Preis drin. Ich habe halt sogar Sicherheitsvorkehrungen für meine Musik gemacht, weil meine Musik geht nicht nur durch den Magen, sondern auch an den Kopf. Hatten wir immer dienstags in der allerletzten Stunde Religionsunterricht. Also irgendjemand, der in der Schule war, da fallen schon mal einige aus. Gut, jetzt haben wir nur noch zwei Leute übrig. Wo die Lehrerin eigentlich nur Fladenbrot verteilt und vor sich hingegrabbelt hat. Mein bester Freund und ich haben uns also anderweitig beschäftigt und in der letzten Reihe so leise wie möglich irgendeinen Blödsinn gemacht. Also was denkst du gerade, Freddian? Was denkst du? Okay. Ja, aber Roman ist doch kein Teil der Show. Nee, Roman ist Teil von mir, deswegen ist er auch Teil von einer Show. Das ist Roman. Das ging so lange gut, bis ich mich in den Grund kriege. Ich kenne immer, dass alle Comedians halt sagen, wir sind so scheiße unlustig. Dass alle in Amerika sagen, Deutschland stimmt ist aber nicht lustig. Stimmt, aber wir sind sehr wenig edgy in Deutschland. Naja, wir sind wirklich, also, aber... Ja, also wenn man aber allein schon zu den Engländern rüberschaut, über was die sich alles lustig machen. Ja, also es ist wirklich, wir haben auch gute Leute. Wagen Spaß über Hitler zu machen, sind alle so, ah! Es gibt schon das Vorurteil, dass Deutsche nicht lustig sind, aber wenn ich mit Leuten rede, die hier in Deutschland waren, die uns kennengelernt haben richtig und den deutschen Humor, dann denken sie, die sind eigentlich schon richtig witzig, nur anders. Ja, halt ich musste schon mal in meine eigene Wohnung einbrechen, weil ich den Schlüssel vergessen habe. Sag mal das Hab ein Wort früher. Was? Hab der Hab. Mach mal. Hab? Ja, das Hab vor dem anderen Wort. Was? Versuch mal, das Hab davor zu sagen, vor dem vorletzten Wort Hab zu sagen. Keine Nachfrage. Was? Es geht nicht. Geht nicht? Nein. Also, ich finde, Kelly hat sehr lange überlegt und sie hat bei der Wiederholung das noch mal exakt genau wie vorher gesagt. Das heißt, wenn sie jetzt ein Wort vermerkt, deswegen glaube ich, dass es eine Lüge ist. Ich glaube auch, weil ich dachte jetzt, wenn ich dieses mit Hab frage, dass du dann noch mal abliest und dann das Hab so vertauscht. Deswegen dachte ich, vielleicht liest du jetzt ab. Es war eine Lüge, glaube ich. Wie kommt es zum Schlucken auf? A. Verschlucken. Eingeatmete Luft in der Speiseröhre. Ja. B. Verschluss der Stimmritze. Spucken. C. Spotzen meinst du? C. Zu viel Sauerstoff in der Lunge. Was? Sauerstoff in der Lunge? Gibt's nicht. Gibt's nicht? Was war A nochmal? Eingeatmete Luft in der Speiseröhre. B. Verschluss der Stimmritze. C. Zu viel Sauerstoff in der Lunge. B. Verschluss der Stimmritze. A. Eingeatmete Luft in der Speiseröhre. C. Zu viel Sauerstoff. Ich sag auch A. Ich wollte erst C sagen, aber dann dachte ich, Luft in der Lunge ist so. A ist falsch. Jetzt noch mal eine Playlist von allen Videos dieser Woche. Vergesst nicht, die Glocke zu klingeln, dann könnt ihr alles immer top aktuell sehen. Außerdem gibt es noch ein weiteres Funkformat, aber nichts ist besser als Guten Morgen Internet.